Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DayZ. Ja, ich bin hier immer noch im Busch. Hat sich nichts weiter verändert. Wir sind immer noch hier am schönen Elektro-Anfang. Elektronik. Nee. Elektronik gibt's hier nicht. Nach Elektro watschen wir jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Oder? Ist das Elektro? Sollte Elektro normalerweise sein, oder? Oder? Bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ich denke schon. Aber wir wollen ja eh die Küste entlang. In die Stadt gehe ich jetzt. Nee, das ist Elektro, oder? Ist hier irgendwo ein Schild? Kein Schild. Ah, hei. Schön aufpassen, weil das hier alles ist Gebiet, das sehr viele Menschen immer gerne besuchen, mehr als gerne. Gibt es viel Action, Maction, Daction, Patchton, Toron? Hallo? Ja, so. Türchen auf. CR75, ist die besser als meine? Abgenutzt? Was ist meine? Beschädigt. Dann machen wir hier mal einen Tausch. Boah, schön. Brille. Ein Thermometer nehmen wir natürlich mit. Was man alles in der Tankstelle findet, großartig. Das ist jetzt wieder gefährlich hier. Oder? Was ist das für ein Ort? Da vorne ist ein Schild. Das ist nicht Elektro. Das ist nicht Elektro. Sollte nicht Elektro sein. Oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich kann mich jetzt gerade nicht an das Schild erinnern. Weil meine Schriftkenntnisse sind jetzt nicht die besten. Ihr wisst, ich habe ja wieder alles vergessen. In der Zeit, wo ich kein DayZ gespielt habe. Ich werde erst gerade so richtig wieder warm. Aber das ist kein Elektro hier. Ich schaue mich mal hier die Stadt von außen schön an, weil wir müssen nicht zwingend rein. Wir brauchen da nichts. Wir haben Essen alles genug. Trinken haben wir auch genug dabei noch. Also normalerweise müssten wir jetzt da nicht rein. In diese kleine süße Stadt, da würde ich lieber die Küste weiter folgen. Weil, nee, das ist nicht Elektro. Wie komme ich denn auf Elektro? Ganz ehrlich. Elektro ist doch die Kirche auf dem Berg. Wenn ihr euch entsinnt. Ich weiß jetzt nicht, warum ich letzte Folge gesagt habe Elektro, aber das ist hier kein Elektro. Die Kirche ist da mitten im Ortskern. Da laufen wir jetzt hier mal Thuse Küste. Oder beziehungsweise nicht ganz an der Küste, wir laufen hier so am Rande entlang. Die Bäume machen fette Party. Also es windelt ordentlich. Windelt. Dummes Wort, windelt. Hast du eine Windel für mich? Oh nein, nicht Regen, nein! Regen kann ich jetzt nicht gebrauchen. Regen kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen. Und sind wir wieder durch Nest und I und BAH! Oh, links und rechts, wie die Chicken Wings. Ah, ist alles frei, wunderbar. Es geht noch. Geht noch alles. Der Helm ist klar ein bisschen auffälliger, aber der ist kugelsicher wenigstens. Ist besser als so ein Motorradhelm. So ein ballistischer Helm. Und ja, sicher ist sicher, will ich mal sagen, weil man weiß ja nicht. Wenn man Kopfschüsse aushält, dann ist doch schöner als wenn man tot ist. Sollte ja verständlich sein. Und ja, jetzt laufen wir wieder durch The Forest. DayZ ist ja auch bekannt als Waldsimulator 2019, 2018, 2017. Jedes Jahr seitdem DayZ hier außen ist und seit DayZ-Mod Zeiten, weil der Wald ist eigentlich der Ort, wo man sich am meisten aufhält. Es sei denn, man folgt nur die Straße, was ich finde, nicht so machen sollte. Aus dem einen Grund, wenn ich pur der Straße folge, klar bin ich
vielleicht schneller beziehungsweise auch vielleicht langsamer an einen Ort. Aber das Ding ist halt auch, na, man ist halt da wirklich, wird halt da mehr gesehen, als wenn ich hier im Gebüsch rumrenne, will ich mal sagen. Weil im Gebüsche werden wir nicht gesehen. Sehr, sehr ganz einfach. Sind ja ganz leicht getarnt. Wirklich ganz leicht. Klar können wir hier auch weggenatzt werden, aber ich glaube, wie ich in der letzten Folge zurückgesetzt, ich nenne es wirklich mal zurückgesetzt worden bin, hier, wurden wir sehr weit zurückgesetzt. Weil ich habe gerade eine Vermutung, dass wir ganz oben in der Ecke wieder sind. Wenn jetzt da vorne gleich was, okay, ich hätte jetzt gerade auch an den Ort mich auch richten können, was für ein Schild da dran steht. Aber wenn jetzt da vorne dann gleich was kommt, was aussieht wie ein Schiff, na? Und zufälligerweise gestrandet ist, na? Dann würde ich sagen, laufen wir rechts rum. Ich habe zwar keinen Kompass immer noch, lustig, noch überhaupt keinen Kompass gefunden. Das ist eigentlich das Erste, was man in solchen Militärcamps immer findet, ein Kompass. Das wundert mich. Aber weil das hier erinnert mich da an den einen Punkt, an diese eine Stadt oben rechts auf der Karte. Weil da rechts und links hier eine Schiene und eine Straße verläuft. Ich denke mal, das ist das. Denke ich mal. Dann hat es uns wirklich random auf der Karte wieder hingesetzt. Das ist nicht so toll. Vor allem auf der Servergruppe, wo ich spiele. Na, ist halt blöd, wenn man halt zu der Uhrzeit spielen will und halt der entsprechende Server halt einfach nicht auftaucht. Blöd, ne? Ist blöd, das ist wirklich blöd. Hier soll ja dann auch mal bald wieder ein Ort kommen. Ein Ort, Junge! Lass mal ein Ort ballern! Ja, ja. Jetzt friert's uns wieder. Shane. Shane, da hinten. Ja. Ihr seht, da ist das, was ich gemeint habe. Also, neuer Plan. Da wir jetzt wieder von Elektro, wo ganz unten ist, nach ganz oben rechts gespawnt sind. Also ziemlich ganz oben rechts. Und ich jetzt, sage ich ganz ehrlich, keinen Bock habe, einmal rundherum zu laufen. Mache jetzt einfach so. Ich drehe mich jetzt um 180 Grad. So ungefähr, oder? Warte, nochmal schauen. Da ist das schief. Wupp. So, ja, so ungefähr. Und wir laufen jetzt in diese Richtung. Weil so viel kenne ich mich mittlerweile in DayZ schon aus. Und ich habe jetzt keine Lust, jetzt nochmal darum zu laufen, gleich am Anfang. Das ist echt ein bisschen blöd, dass man so weit. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, wir waren vorletzte Folge bei Elektro irgendwo gestanden. Und jetzt wurden wir da einfach komplett wieder nach oben gesetzt. Natürlich random, ne? Aber trotzdem. Ich hätte es auch eigentlich gleich auffallen müssen. Weil dieser Stützpunkt, wo wir letzte Folge gefunden haben, der existiert in dieser Form nicht nochmal auf der Karte. In anderer Form ja, aber in dieser Form nicht. Von dem her würde ich sagen, wir böllern jetzt weiter in diese Richtung. Diese Folge könnte etwas waldiger werden, also von dem her gleich sorry. Ich laufe jetzt auch mal quer einfach drüber. Ich traue es mir mal. Ich habe jetzt da wirklich keine Lust jetzt da rumzulaufen. Das heißt aber auch, wir nähern uns Gebiet, wo erfahrenere Spieler rumlaufen. Das ist, oh, na, gefährlich, na? Da wir jetzt auch nicht so krass ausgerüstet sind. Schon also für Startregionen sind wir top ausgerüstet, sage ich ganz ehrlich. Aber für den Rest eher nicht. Was heißt eher nicht? Rucksacktechnisch sind wir top ausgerüstet. Einen besseren Rucksack als den gibt es nicht. Vom Helm her ist auch gut, na, aber da gibt es auch, ich glaube, einen taktischen Helm wäre besser, so wie die taktischen Handschuhe, na. Wenn wir hier alles taktisch hätten, das wäre
besser klatschnass. Ah, toll. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht nochmal rumlaufen. Ganz ehrlich, wir sind jetzt schon einmal rumgelaufen und direkt ein zweites Mal rumlaufen will ich jetzt auch nicht. Da laufen wir jetzt lieber ein bisschen querfeld ein. Muss mich nur die Richtung merken. Weil ohne Kompass ist es ein bisschen schwerer, sich zu orientieren. Aber wenn man die Karte eigentlich gut kennt, betone ich auf eigentlich. Ich habe manchmal dunkle Momente. Und ja, dann weiß man ungefähr, wo man hinlaufen muss. Vor allem, warum, mich regt es immer noch auf, warum ich gedacht habe, dass das Elektro ist. Nur weil ich so eine Kirche gesehen habe, eine Kirche, denke ich gleich, Alter, das ist Elektro. Ach, schön, kleiner Ort, wunderbar. Das Türchen ist offen, das ist nicht so wunderbar. Ah, Mann, eine Steigefunktion. Das wäre echt schön. Was ist das hier? Ein Seil. Wie viel Kilo wiegt es? Können wir mal mit... Nee, wir brauchen kein Seil eigentlich. Wollen nichts bauen oder dergleichen. Von dem her brauchen wir auch kein Seil. Jetzt nicht rein hier ein. Also hier liegt öfters mal Obst rum, also halt Äpfel. Normalerweise, oder? Sind das Äpfelbäume? Aufpassen, hier sind... Hier ist bewohntes Gebiet. Da müssen wir... Ah ja, da ist schon ein Bewohner. Ah, da. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Also... Ist schon gut was los hier. Boah, ein bisschen wieder aufwärmen. Ah, hunselig warm. Gleich mal hier den Kamin anmachen. Ei. Gibt's hier nix? Toll. Au. Der auf die Fresse geflogen. Hier war wohl offenbar vor kurzem jemand. Das ist nicht so geil, will ich sagen. Türen sind offen. Ich wäre jetzt fast der Meinung, dass wir hier durchlaufen, aber es ist schön, dass die NPCs auch mal Rucksäcke tragen. Das ist wirklich schön. Aber entweder ist hier jemand, weil es sind hier auf diesem kleinen Ort schon, ist hier schon gut was los, will ich mal meinen. Dem her müssen wir ein bisschen aufpassen. Und vorsichtig wirklich durch jeden Raum durch. Weil es kann sich immer jemand... Oh gut, lecker Schmecker. Irgendwo dumm verstecken. Ein Teddybär. Hallo, Teddybär? Blatt Papier will ich nicht, Teddybär. Oh, geht's sicher. Nee, achso, da muss man wirklich immer... Wenn man... Also in Daisy kann man im Prinzip... Also man kann sehr, sehr safe spielen im Prinzip. Ha, allein im Prinzip, wenn man jetzt sagt, ja, wie überlebe ich? Ich will jetzt so lange wie möglich überleben in Daisy. Dann gehe ich eigentlich immer, also wenn man wirklich, also ich mache das nicht, ja, aber weil es ja sonst langweilig ist, wenn man direkt nur auf Server geht, die halt leer sind, na, weil man da nicht auf Spieler trifft. Na, was ein bisschen... den Nervenkitzel, finde ich zumindest, wegmacht. Es gibt Menschen, die sagen, brauchen es nicht, ne? Ist ja schön und gut, jeder kann es ja machen, wie er will. Eine Brille brauchen wir nicht. Na, aber die gehen halt dann immer auf leere Server, das wird ja immer angezeigt. Und ja. Dann ist halt eben das Risiko, auf andere Spieler zu treffen, nicht so immens. Eine Kabeltrommel brauchen wir leider nicht. Türchen auf. Nix drinne. Was ist denn das? Also so ein komisches Gitternetz. Oh, schön, uns ist wieder warm. Eine PK-18. Ja, toll. Das Drecksgewehr auf den 7 Weltmeeren. In Daisy. Was? In Daisy gibt es 7 Weltmeere? Wäre neu.
Ja, das wie dieses Drecksgewehr. Das Gewehr habe ich mittlerweile wirklich so einen Hass entwickelt. Ganz ehrlich. Das ist wirklich. Ja, man kann schon Hass nennen, will ich sagen. Weil, na, reintun, Peng. Wieder auch mal ein Peng, ne? Das ist. Ich finde, und die macht halt nicht sonderlich krassen Schaden. Klar, es ist ein Gewehr, ne? Aber sonderlich krassen Schaden macht es von dem her jetzt auch nicht. Schau mal hier nochmal schnell rein. Der Ort ist eigentlich schon gut ausgelootet. Uppala, das war dumm. Aber vielleicht ist hier der. Oh, jetzt dachte ich, ich hätte einen Plus gesehen. Strickmütze brauchen wir nicht. Okay, hier hinten ist. Oh ne, nicht offen, das ist die Tür eingeschlagen. Hey. Laufen mal weiter. Super toller Regen. Macht Spaß, Junge. Wir sind voll durchnässt. Nix drin. Hoppala. Ich kann immer noch nicht Türen aufmachen, Daisy. Ich höre einen Huhn. Lass ich aber mal leben. Da ist es. Mmm, lecker schmecker. Lecker schmecker. Da ist ein Brunnen. Ich glaube, ich sehe da jetzt auch keinen Spieler weiter. Würde ich trotzdem mal sagen, ich trinke mal hier. Oh. Da muss ich jetzt auch ein bisschen drauf achten. So, jetzt sollte es doch reingehen. Ja. Trinken, Junge! Will er nicht trinken. Da trinke ich direkt einmal. Wie voll. Und dann hole ich direkt mal da unten. Fülle ich das gleich mal auf. Die Flasche. Dann können wir guten Gewissens weiterlaufen. Hoffe ich doch. Und ich hoffe jetzt nicht, dass da einer blöd mich anböllert. Hoffe jetzt wirklich nicht. Weil das Blöde in DayZ ist, man wird häufig einfach dumm nur abgeschossen, sage ich ganz ehrlich. Das habt ihr ja auch schon gesehen. Das ist mir auch ja schon mal hier passiert. Ich bin hier so rumgelaufen, habe meine Wasserflasche aufgefüllt. Na, habe gesagt, dass ich denen nichts machen will. Na, ich will hier nur Wasser. Na, lassen mich Wasser auffüllen. Und dann plötzlich, bam, beide niedergeballert haben sie mich. Na? Das ist, finde ich, ein bisschen nicht so geil. Wenn da schon einer herkommt, der sagt, ich mach nichts, ich will hier nur auffüllen. Na, ich will euch nichts. Na, der wo schon total passiv hingeht und der trotzdem halt von zweien abgeballert wird, will ich mal sagen. Das ist dann echt schon. Ja, na. Also ich finde es nicht so geil. Wenn man dumm einfach nur tötet in dem Sinne, dass ein Leben in DayZ nichts wert ist. Weil ich will sozusagen mit meinem Charakter so leben, so symbiosemäßig. Also, dass es wirklich so eine Bindung entsteht, will ich mal sagen, weil ich finde das ein bisschen besser, als wenn man sagt, oh, tot, ich spawn einfach neu, so wie in Call of Duty. Na, klar, da kann es auch ärgerlich sein, wenn man eine Killstreak hat, aber, na, ihr wisst, was ich meine. Na, und hier, wenn man tot ist, ist man halt tot, na, dann ist der Charakter tot. Und da finde ich es ein bisschen doof, wenn er dann plötzlich welche. Blub. Klar, in der Realität könnte das auch so sein, dass da einfach so einer ist, der abböllert die Leute, aber ich finde es jetzt nicht so geil, wenn man dumm Leute abschießt. Ja. Weil es liegt ja jetzt auch nicht in der Natur des Menschen, da einfach dumm jetzt jeden zu töten. Wenn da auch sogar einer passiv kommt. Oh, 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 was haben wir denn hier? Einen Ort. Sind wir immer noch durchnässt?
Oh, nee, ich glaube, wir sind nicht mehr durchnässt. Wunderbar. Vor allem das Wasserzeichen ist ja auch weg. Das ist dumm. Nee, nee, nee. Das ist nämlich zu gefährlich, so in den Erz dahin zu laufen. Also so ein Bambi bin ich jetzt auch nicht mehr. Wir haben schon ein paar Sachen gefunden. Muss ich ein bisschen langsamer und vorsichtiger ja vorgehen. Weil solche hohen Gebäude sind immer so eine gefährliche Sache, will ich mal sagen. Na, brauche ich nicht, denke ich, weiter erläutern. Ist immer gefährlich. Ihr wisst warum, oder? Oder soll ich es mal sagen? Ja gut, na, wenn sich da um einer draufstellt, na, und ein bisschen campt und Luki-Luki macht und sieht, aha, prrr, tot. Nicht der, wo da oben draufsteht, sondern die, wo da unten rumlaufen. Ah. Ja, jetzt auch nicht sterben. Leider haben wir nicht mal ein Fernglas. Könnte ich da ein bisschen Luki-Luki machen. Aber das ist gut, dass es dieser Ort ist. Ich habe leider auch den Namen vergessen, wie der Ort hier heißt. Aber wir müssen da nur... Aber das heißt, dass wir gut mittig laufen. Also, dass ich gut meinen Weg halt. Weil da hinten ist schon der nächste Baukran. Das ist wirklich Topperino Maladino. Den Ort will ich jetzt eigentlich auch nicht rein. Ich will jetzt wirklich eher so mittig weiterlaufen. Also so Richtung Baukran. Oh, jetzt sind wir wieder nass. Shane. Oh Gott. Auch vielleicht noch ein paar Meter weit rechts. Weil ich will jetzt in den Ort jetzt nicht unbedingt rein. Weil wir brauchen nichts. Wasser haben wir auch gerade ja nochmal aufgefüllt. Essen haben wir auch genug. Also wir haben von allen eigentlich genug. Außer jetzt waffentechnisch. Und waffentechnisch können wir uns, denke ich, in so kleinen Militärbasen aufböllern. Beziehungsweise R4 dann später oder ja. Oder vielleicht zum Gefängnis könnten wir auch mal wieder. Da gibt es auch immer gute Sachen, wenn keiner da war. Also wenn man als erstes hinkommt. Wenn natürlich einer schon da war, ist es natürlich blöd, würde ich mal sagen. Und dann ist da nichts Schönes Gespawntes mehr. Würde jetzt aber auch sagen, für diese Folge haben wir es dann auch schon fast wieder. Aber wir laufen noch den Ort, wir laufen noch mal den Ort rum. Achso, ja, wir umlaufen den Ort. Na? Ein bisschen mal. Weil der Ort ist jetzt auch nicht sonderlich klein. Platsch, 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 platsch. Ist nicht sonderlich klein, der Ort hier. Kann ja vielleicht in zwei, drei Häuser noch reinschauen mal. Aber wie gesagt, will jetzt hier nicht sonderlich weit in den Ort reinböllern. Doof jetzt mal gesagt. Und schön durchnässt. Ja, heute ist wirklich ein regnerischer Tag. Geil, Alter. Oder halt auch nicht. Könnt ihr aussuchen. Da wollte ich jetzt rüberspringen. War gut, dass ich es nicht getan habe. Sonst wäre diese alte Zippe gleich auf uns zugerannt. Die alte Zippe. Ihr seht, hier war schon offen. Also hier ist offenbar eine Spielergruppe gerade vorbeigekommen. Weil hier, ihr seht, da unten ist auch alles offen. Dingsbums ist da beschädigt. Streichhölzer könnte ich mal mitnehmen. Mehr brauchen wir nicht. Jetzt umlaufen wir gar hier den Ort. Weil der hat für uns nichts, was wir brauchen, sage ich ganz ehrlich. Laufen wir jetzt da vorne zu den Scheunen, würde ich nochmal sagen. Zu den Baugeländer hinten müsste es sein. Da sollte es auch theoretisch Holz geben. Wo man dann fürs Bauen gebrauchen kann. Ist auch recht lustig, das Bauen in DayZ. Ich finde, es wäre cooler, wenn es so einen Mix aus DayZ-Mod geben würde. Im DayZ-Mod konnte man ja früher nur bauen. Also Sachen bauen. Also vorlagentechnisch, also das heißt, es gab eine Festung, die man so bauen konnte wirklich und dann konnte man die Module alle aufrüsten. Das fand ich eigentlich recht geil. Dann gab es verschiedene Hütten und die konnte man auch nochmal ein bisschen aufrüsten. Fand ich eigentlich schon geil.
Na? Und hier kann man halt nur diese komischen Barrikaden da bauen, die halt jeder einfach abreißen kann. Hm. Ich finde es nicht so ganz so geil, aber naja, es gibt Schlimmeres. Ich finde, so ein Mix davon wäre schon geil, aber auch das mit den mit den Fahrzeugen, ja. Im DayZ-Model gibt es ja, ne, alle an, von Helikopter bis Panzer, bis Autos, bis alles, ne? Klar, man muss es ja nicht so krass machen, dass es da jetzt krassen Barbo-Panzer gibt oder sowas ähnliches, aber dass es ein paar mehr lustige Sachen hier gäbe, das wäre schon schön, aber die tun ja immer mehr rein. Boah, ist der Rucksack riesig. Und die machen ja immer was dran am Game. Und ich würde sagen, das war es dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge DayZ. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.